Angeklagte Oberst von Bartlitz wird wegen Ungehorsam im Felde zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Der Angeklagte wird für wehrunwürdig erklärt. Das Oberkommando der Wehrmacht hat darauf entschieden. Erstens, das Urteil wird bestätigt. Zweitens, ein Gnadenerweis wird abgelehnt. Drittens, die Strafe ist in einem Bewährungsbataillon zu vollstrecken. Wo ist Ihr Urlaubschein? Ja, ich... Wann war denn Ihr Fronturlaub zu Ende? Vor einer Woche oder so. Die Rübenernte und der Franzose. Und dann kriegt auch meine Frau ein Kind. Sie sind verhaftet. Ich kann doch nicht meine Frau. Ich muss mich doch von ihr verabschieden. Das hätten Sie vor 11 Tagen tun sollen. Jetzt ist es zu spät. Kommen Sie. Angeblich, um im Selbstversuch die Wirkung eines von ihm gefundenen antitoxischen Gasbrandserums zu erproben. Bei den beschränkten Mitteln, die dem Angeklagten Dr. Deutschmann bei der Erprobung seines Serums zur Verfügung standen, ist es zweifelhaft, dass er selbst an einen Erfolg glaubte. Der Zeitpunkt seines Selbstversuches spricht eindeutig dafür, dass er sich der Erfüllung seiner Wehrpflicht entziehen wollte. Du! Scheiße. Sagt mir ja nicht zu. Fehlen noch ein paar Blümchen. Halt's Maul! Mistvieh. Krüll nicht da! Da kommt er schon. Hinlegen. Auf. An den Horizont. Marsch, marsch! Ich bin Opfer Wirbel Krüll, 37 Jahre alt, 2-mal mit Erfolg geimpft. Den Rest werdet ihr noch kennenlernen. Hinlegen. Auf! Name? Gottfried von Bartlitz. Name? Gottfried von Bartlitz. Feldmarschall, General?
Schütze. Eben. Schütze Bartlitz. Hinlegen. Schütze Wiedeck, Herr Hauptfeldwebel. Wer hat Sie danach gefragt, Sie Ross? Hinlegen. Mensch, haben Sie eine Fresse. Als wenn du in den Spiegel guckst. Hinlegen. Hinlegen. Rechts schwenkt! Marsch! Au! Kehrt, marsch! Kehrt, marsch! Scharfer Hund, der Kröll. Aber er nimmt Ihnen viel Arbeit ab. Die vier Neuen sind auch für Sie. Hier sind die Personalakten. Karl Schwanicke, Einbruch, Raub. Mit 11 Vorstrafen die Glanznummer Ihrer Kompanie. Aber Sie haben ja Kröll. Im Laufschritt, Maschwerz! Achtung! Auf dich, du Maschwerz! Fliegen, Jung! Auf dich, du Maschwerz! Hinlegen! Wiedeck, Erich, Landwirt, Fahnenflucht, Deutschmann, Hinlegen. Ernst, Dr. Med, Selbstverstümmelung. Darf ich mal? Bitte. Selbstverstümmelung als Arzt? Sowas gibt's. Eine Kompanie von 150 Verbrechern. Sie haben nur eine, Obermeier. Ich habe drei. Und der da oben hat 100. 100 Todesbataillone. Wissen Sie, dass wir bis zu 95% Ausfälle haben? Das ist schon meine dritte Aufstellung in knapp einem Jahr. Sehen Sie, ich konnte es so erst gar nicht fassen, dass ich ausgerechnet in ein Bewährungsbataillon versetzt worden bin. Aber vielleicht hat das auch sein Gutes. Was für Gutes? Hier sind Menschen, die sich bewähren sollen. Gestrauchelte und auch richtige Verbrecher. Man gibt ihnen noch mal eine Chance und dabei kann ich ihnen helfen. Das halte ich für meinen Auftrag. Soll ich Ihnen sagen, was unser Auftrag ist? Bis zum 30.11. 24 Uhr müssen wir die Sicherung der Nachschublinien im Raum Bastowka übernommen haben. Und Ihre Kompanie wird Minenfelder räumen, Grabenanlagen an den gefährlichsten Stellen der Front bauen und erbärmlich verbluten. Und merken Sie sich, das alles gar nicht oder nur unzureichend bewaffnet. Ein solcher Einsatz wäre ein Verbrechen. Sie kennen jetzt unsere Aufgabe. Von seelischer Betreuung steht da nichts drin. Achtung! In Linie angetreten, Maschmarsch! Wer ist denn der Grauhaarige da, Herr Hauptmann? Das muss der Oberst sein. Hinlegen! Mein Gott, das ist der Oberst von Bartlitz. Mein Kommandeur auf der Kriegsschule. So? Ja, und warum ist er hier? Hat mit dem Rest seiner Division gegen den Befehl der Armee Stellungswechsel gemacht. Aber nach hinten. Weil er 500 Verwundete nicht krepieren lassen wollte. Also nochmal das Ganze. Schütze Bartlitz, Herr Hauptfeldwebel. Und Sie? Schütze Deutschmann, Herr Hauptfeldwebel. Ich habe gefragt, wie Sie heißen. Ich heiße Deutschmann. Sie waren doch mal Arzt. Jawohl, Herr Hauptfeldwebel. Im Krankenhaus. Jawohl, Herr Hauptfeldwebel. Da hat man wohl immer sehr leise gesprochen. Jawohl. Bei uns brauchen Sie nicht mehr zu flüstern. An den Horizont! Marsch, marsch! Und jetzt rufen Sie, ich bin der Schütze Deutschmann! Ich bin der Schütze Deutschmann! Ich höre nichts! Ich bin der Schütze Deutschmann! Lauter! Ich bin der Schütze Deutschmann! Wer hat denn was von Aufhören gesagt? Weiter! Ich bin der Schütze Deutschmann! Ich bin der Schütze Deutschmann!
Ich bin der Schütze Deutschmann! Ich bin der Schütze Deutschmann! Ich bin der Schütze Deutschmann! Ich bin der Schütze Deutschmann! Ich bin Julia Deutschmann. Ich möchte Dr. Kuckel sprechen. Der Chef macht Visite, wenn Sie einen Augenblick warten wollen. Frau Deutschmann? Ja? Kuckel. Sie wollen sicher zu mir, gnädige Frau. Ja. Ein paar Minuten noch statt Anführung. Wer ist denn diese Frau? Eine Frau Deutschmann. Das dauert länger als ein paar Minuten. Wenn ich mich nicht täusche, sind Sie doch Kollegin, gnädige Frau. Ich bin Bakteriologin und habe meinem Mann bei seinen Versuchen assistiert. Richtig, ja. Ich war Gutachter im Prozess Ihres Mannes. Sein Gnadengesuch ist abgelehnt. Das Urteil ist unabänderlich, aber vielleicht, ich dachte... Aber vielleicht mein Gutachten nicht. Das wollen Sie auch sagen. Ja. Und nun, glauben Sie, dass Sie mich dazu bewegen könnten, es zu korrigieren? Herr Kuckel. Mein Mann ist Wissenschaftler. Es ist absurd, ihm eine Selbstverstümmelung zu unterstellen. Er hat genau gewusst, Sie was Sie unterstellen, liebe Kollegin. Der Ruf Ihres Mannes ist vom Gericht durchaus beachtet worden. Immerhin ist er nicht zum Tode verurteilt worden. Zum Tode? Ja, zum Tode. Wie unsinnig dieser Selbstversuch war, das können Sie in meinem Gutachten nachlesen. Das kenne ich Wort für Wort auswendig. Gasbrand war so etwas wie eine Seuche im Ersten Weltkrieg. Und heute? Heute haben wir Sulfonamide. Antitoxische Mittel und die pharmazeutische Industrie. Die neuen Medikamente sind unzureichend. Jeden Tag sterben Hunderte auf den Verbandsplätzen. Deswegen hat mein Mann sich zu einem Selbstversuch mit einem verbesserten Serum entschlossen. Er hat es, weiß Gott, nicht leichten Herzens getan. Das können Sie mir glauben. Glauben? Ist zu wenig. Geben Sie mir meinen Mann zurück. Sie können es doch. Schwächen Sie Ihr Gutachten wenigstens ab. Abschwächen? Wie stellen Sie sich das vor, gnädige Frau? Sie sind ein bekannter Arzt. Sie sind in der Partei. Niemand wird Ihnen einen Irrtum verübeln. Jetzt hören Sie mir mal gut zu, meine liebe Frau Deutschmann. Ihr Mann injiziert sich Gasbrandbazillen und behandelt sich mit einem von ihm entwickelten Serum. Er überlebt die Infektion mit Mühe und Not. Er erlebt eine monatelange Rekonvaleszenz mit schweren Nebenerscheinungen nach einem anaphylaktischen Schock und entzieht sich so seiner Militärpflicht. Das war ein Opfer für tausende an Gasbrand sterbende Soldaten. Dazu hat er sich aber den falschen Termin ausgesucht. Aber er hatte doch keine Zeit mehr. Er wollte seine Versuche beenden. Frau Kollege, wie würden Sie einen Wissenschaftler bezeichnen, der sich nach nur 11 Versuchsreihen an Tieren einer Clostridium-Infektion aussetzt? Ausgerechnet am Tage seiner Einberufung. Ist Ihr Mann ein Selbstmörder oder ein Narr? Geben Sie mir meinen Mann zurück. Er hat nichts Böses getan. Er hat nichts Böses getan. Trocknen sich die Tränen ab und weinen Sie nicht. Bitte helfen Sie mir. Was mache ich bloß mit Ihnen? Eigentlich sollte man Ihren Mann beneiden. Nehmen Sie die Versuche Ihres Mannes wieder auf. Untermauern Sie seine bisherigen Ergebnisse. Das dauert Monate. Mein Mann ist doch in einem Strafbataillon. Dann müssen wir uns eben beeilen. Wir beide. Frau Deutschmann? Ich helfe Ihnen, nicht Ihrem Mann. Stellen Sie mich doch gelegentlich der Dame mal vor. Unteroffizier Hefe, Wachhabender vom Dienst. Wo ist das Geschäftszimmer? Hier, Oberleutnant. Danke. Offizier vom Dienst und Offizier Kentrup, zweite Kompanie beim Kaffee holen. Danke. Tempo, Tempo! Hey, Sie da! Meinen Sie mich? Warum grüßen Sie nicht? Haben Sie keine Zeit? Ich habe Sie nicht gesehen.
Nicht gesehen? Sie haben mich umgerannt. Ich hab gedacht, weil ich die Kannen in der Hand halte. Sie haben zu grüßen und wenn Sie die Kannen fallen lassen müssen. Aber wir kriegen doch nur einmal Kaffee. Schütten Sie den Mokka aus. Na? Wird's bald? Geht nicht. Kameraden haben Durst. Hinlegen! Das wird eine teure Hose. Heute Abend nach Dienstschluss. Wir üben dann Hose reinigen. Jawohl, Hose reinigen. Ihr Name? Schwannecke. Ja? Oberleutnant Bevern zum Stab Festungsinfanteriebataillon 13999 versetzt. Tag, Bevern. Herr Hitler, Herr Hauptmann. Heil Hitler. Sie waren auf der Ordensburg. Jawohl, Hauptmann. Ja? Das ist Oberleutnant Bevern, der neue Adjutant des Bataillons. Oberleutnant Obermeier. Freut mich, Herr Bevern. Herr Littler, Herr Obermeier. Vorsicht, Obermeier, Bevern kommt von der Ordensburg. Obermeier ist nämlich nicht in der Partei. Wenn ich mir die Frage gestatten darf, sind Herr Hauptmann in der Partei? Natürlich, seit März 33. Und nun zu Ihnen, Bevern. Obermeier hat seinen Einführungsvortrag schon hinter sich. Sie müssen sich hier umstellen. Das hier ist keine reguläre Truppe. Und das habe ich schon gemerkt, eben als ich ankam. Was haben Sie gemerkt? Ein Trottel von Kaffeeholer zottelt an mir vorbei und grüßt nicht. Vor der Uniform allein haben die hier keinen Respekt. Nun, das hat mit Respekt nichts zu tun, Herr Hauptmann. Der Kerl hat mir eine Kanne Kaffee über Hose und Stiefel geschüttet. Mit Absicht. Haben Sie sich den Namen geben lassen? Jawohl, Herr Hauptmann. Schwannecke. Ich habe mich für heute Abend mit ihm verabredet. Das ist nicht nötig, Herr Bevern. Ich knöpfe mir vor. Warum Sie? Weil Schwannecke zu meiner Kompanie gehört. Warum wollen Sie mir den Spaß verderben? Ich mag solche Späße nicht. Schwannecke wird von mir bestraft. Sie tun ja gerade so, als wenn das Soldaten wären. Die gehören doch ins Zuchthaus oder an den Galgen. Die sollen Gott dankbar sein, dass sie überhaupt leben dürfen. Oder sind Sie anderer Meinung, Herr Hauptmann? Naja, dass sie sich dafür nun beim lieben Gott bedanken sollen. Und jetzt wird's wohl bald rausgehen. Weil wir nämlich Schreiberlaubnis gekriegt haben. Nicht so schnell. Weiter. Und ich weiß immer noch nicht, ob das ein Junge geworden ist. Rattengesicht, gib mir Feier. Glaubst du, dass sie mir hierher schreiben darf? Vielleicht. Komm, ich muss auch noch schreiben. An deine Frau, was? Hast eine hübsche Frau? Hast ein Bild da? Wem gehört denn das? Mit mir. Kriegst du vier, drei Fotos mit nackige Weber. Gib das jetzt wie her. Mensch, drei nackige Weber. Mach keinen Quatsch und leg's wieder hin. Du kriegst dafür drei nackige Weber und das behalte ich. Und damit basta. Sag mal, bist du verrückt, Schwannecke? Geben Sie dem Mann das Etui zurück. Kratz die Kurve, Monokelkacker. Du hast mir gerade noch gefehlt. Geben Sie dem Mann das Etui zurück. Breche ihm durch, Karl. Zieh Leine, Lulatsch. Ich mag diesen Lärm nicht. Was möchtest du nicht, Stalin? Wir werden von den anderen schon genug zur Sau gemacht. Mach einen Abgang, du Furz. Gib ihm das Etui zurück. Hier wird nicht geklaut. Heim vor die Fresse, Karl. Vielen Dank, Kamerad. Ich bin kein Kamerad. Ich bin Genosse, aber nicht deiner. Ich will hier meine Ruhe haben auf der Bude. Weiter nichts. Ich möchte mich trotzdem bei Ihnen bedanken. Merkt er für die Zukunft.
Militarist oder Krimineller, das macht bei mir keinen Unterschied. Achtung! Nummer 6 belegt mir Elfmann bei der Putz- und Flickstunde. So, so. Wir haben Briefe geschrieben, Herr Oberleutnant. Wir haben Schreiberlaubnis. Und damit keine Irrtümer aufkommen. Die Schreiberlaubnis wird hiermit aufgehoben. Und zwar für längere Zeit. Sie scheinen ein großer Turner zu sein. Mal sehen, was Sie können. Nehmen Sie sich einen Schemel und stellen Sie den auf den Tisch. Und jetzt hüpfen Sie da drauf. Höher! Kniebeuge. Rechtes Bein heben. Linkes Bein heben. Rechtes Bein heben. Weitermachen. Ich schwöre, ihn bringe ich um. Ich schwöre dir, dich bringe ich um. Ihr steht hier, um einen heiligen Eid zu schwören. Jeder steht an seinem Platz und jeder hat seine Pflicht zu erfüllen. Ihr glaubt euch ausgestoßen, aber auch ihr tragt das Ehrenkleid der Nation. Für euch wird nun die Stunde der Bewährung schlagen. Auch ihr könnt als Helden zurückkehren. Bataillon! Stand! Ich verlese die Eidesformel. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem obersten Befehlshaber der Wehrmacht, dem obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten, unbedingten Gehorsam leisten, und als tapferer Soldat bereit sein will, und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen. Jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Schanzen bei Feinde in Sicht. Nicht nein. Das sind doch Schießen auf bewegliche Ziele. Die beweglichen Ziele sind Verbrecher. Die Schanzen, damit sie ihren Hintern nicht so tief in den Dreck klemmen müssen. Schlimm, wa? Nicht mal der Knochen eingeritzt. Aber ich kann doch damit nach Hause, nicht? Nee, nee. Aber freu dich, ein paar Tage Ruhe hast du. Gleich kommt die Sonne hoch. Was kommt gleich hoch? Gib mir mal. Ich hab ihn hier Pfeffer gekriegt, Herr Feldwebel. Was hat er denn? Ah, ist nicht weiter schlimm. Ich komm gleich mit nach hinten, Herr Feldwebel. Ja, los. Jetzt kommt sie hoch.
dir sage, ich habe direkt einen ins Kreuz gekriegt. Los, geh weiter. Na, dann eben nicht. Was ist denn mit dem? Ist halb so schlimm. Los, raus an die Arbeit, marsch! Und du? Und du? Los, raus! Die Schweine! Zieh deine Birne ein, sonst kriegst du auch noch eine verpasst! Die Hunde! Nicht einmal ein Gewehr geben sie einem wie Schlachtvieh! Mensch, die Sonne. Die Sonne? Wo denn? Du spinnst wohl. Wenn man einen Granatwerfer hätte oder einen MG, aber die Hunde, die lassen uns hier ja verrecken. Da mache ich lieber noch Partisanen ein. Die müssen hier doch direkt reingucken können. Komisch. Was ist denn dabei komisch? Hier war eben so, als ob man die Sonne hört. Da, Spinner. Danke. Sag mal, wer die Augen zumacht, geht's euch dann auch so, dass ihr glaubt, ihr wärt zu Hause? Weißt du, Ulrich, vielleicht kann man die Sonne wirklich hören, wenn man ganz still ist. Ja. Jetzt kann ich sie hören. Der Stabsarzt ist zum Hauptverbandsplatz. Das kann ich nicht sagen, Herr Oberleutnant. Jawohl. Da ist was erledigt, Herr Oberleutnant. Jawohl. Jawohl. Hallo? Herr O... Brennnessel 1 melden. Der Hefe soll sich zwei Mann schnappen. Die Leitung zum Kompaniegefäßstand ist im Arsch. Jawohl, Herr Oberleutnant. Kentroff! Die Leitung vom Dross ist gestört. Jawohl, Herr Oberleutnant. Störungsohr. Jawohl, HFW. Ich sehe, ist alles in Ordnung. Dritte Rolle. Ballersack. Ernst, nun nimm mal du das Kabel. Scheiß Sumpf. Beste Capo, die Knarre gibst du jetzt mal mir. Vor diesem Wald, da hab ich Schiss. Quatsch, nicht so dumm, Schwannecke. Ich hab's. Irgend so eine Sau das Kabel durchgerissen.
Tagen kommst du wieder. Gib mal Feuer. Nee, nee, der kommt hier nicht rein. Ich hab doch gesagt, der kommt hier nicht rein. Halt die Fresse. Runter da, der wartet, bis der Alte kommt. Ist der Stabsatz nicht da? Der ist auf dem Hauptverbandsplatz. Der hat einen Bauchschuss, der muss sofort operiert werden. Bei Bauchschuss kann ich sowieso nichts machen. Ich bin kein Arzt. Aber ich... Was? Du bist ein Arzt? Bring mal auf, hier mit Spritze. Das ist eine Hiwi. Die hat gar nichts zu bringen. Sanitäter bin ich. Hau schon ab, du Bohnenpisser. Was ist denn? So, nur sei mal schön ruhig. Was? Ja, das kriegst du schon noch. Ich muss nur das mit deinem Bauch erst in Ordnung bringen. Du komm her, halt ihn mal. Nein, nein. Wir müssen sofort operieren. Bist du wirklich Arzt? Kannst du mir helfen? Ich hab das noch nie gemacht. Lass ihn lieber liegen, bis der Alte da ist. Dann ist es zu spät. Los, Kartellschere, Clemens. Und der Alte macht mich fertig. Mach Evipan fertig für die Narkose. Kein Evipan, nur SEE. Habt ihr Eder da? Ja. Bist du Krankenschwester? Ich helfen. Das können wir uns sparen. Ich habe ihm gesagt, dass er warten soll, Herr Stabsarzt. Ich habe es wenigstens versuchen wollen, Herr Stabsarzt. Sind Sie Chirurg? Nein, Bakteriologe. Bewundere Sie, Deutschmann, wegen Ihres Selbstversuchs. Der medizinische Gutachter hat mich nicht bewundert. Ich kenne den Kollegen Kukil aus Berlin. Er verdankt seine Chefarztposition seiner Parteizugehörigkeit. Genauso war auch das Gutachten. Es ist vom medizinischen Standpunkt aus völlig unhaltbar. Haben Sie alles versucht? Revision, Obergutachten? Alles. Solange Kukil seine Ansicht nicht revidiert, bleibe ich hier im Strafbataillon. Wissen Sie, Ihr Verfahren müsste wieder aufgenommen werden mit einem anderen Gutachter. Ja, dazu wären aber neue Gesichtspunkte notwendig, und zwar wissenschaftliche. Wer soll die beschaffen? Sie müssen hier raus. Wie? Wenn es Ihnen nicht gelingt, werden Sie hier, der Adjutant gebraucht dafür, das entsetzliche Wort verheizt. Warum sind Sie hier, Herr Stabsarzt? Meine Frau, wissen Sie, ist Jüdin. Ich wollte mich nicht von ihr trennen. Man hat mir die Kassen weggenommen und endlich
Über viele Stationen bin ich genau wie Sie im Strafbataillon gelandet. Genau wie ich. Ist schon ein großer Unterschied zwischen Ihrem Leben und meinem hier. Welcher? Ich habe meine Frau zuletzt im Gerichtssaal gesehen und seitdem nie wieder etwas von ihr gehört. Und sie nichts von mir. Sie weiß nicht, ob ich überhaupt noch lebe. Und ich nicht, ob sie die Bombenangriffe auf Berlin überstanden hat. Nicht einmal diese lächerlichen zwei kleinen Worte, ich lebe, darf ich hier schreiben. Diese Ungewissheit wird sie nicht ertragen, ich kenne sie. Sie wird irgendetwas tun. Irgendetwas Unvernünftiges. Sehen Sie, Herr Stabsarzt, das ist der Unterschied. Ja, natürlich. Ich bekomme Briefe von meiner Frau. Darin steht, sie ist schon 62, darin steht, ich ertrage gern alle Demütigungen, weil du mein Mann geblieben bist. Sie schreibt, ich bin immer allein. Niemand besucht mich mehr. Ich sitze am Fenster und schaue nach dir aus. Ich mag unsere stillen Wege im Park nicht allein gehen. Was wir ein Leben lang gemeinsam getan haben, ist mir allein unerträglich. Was glauben Sie, wie mir zumute ist, wenn ich diese Briefe lese? Die Reichsärztekammer muss Kukils Gutachten auf seinen fachlichen Wert hin überprüfen. Vielleicht kann man das erreichen. Man darf niemals aufhören zu hoffen. Nie, wissen Sie. Oberleutnant Obermeier. Tag, Obermeier, Bergen. Sie haben da einen schützenden Deutschmann in Ihrer Kompanie. Dieser Deutschmann ist der geborene Sanitäter. Das ist ja noch mal gut gegangen. Achtung, Achtung. Gar nicht so schlimm. Hier ist der Befehlsstand der 1. Division Berlin. Die Bomberverbände drehen ab in den Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. Ich darf auch bei Fliegeralarm auf die Straße. Habe einen Sonderausweis. Sind Sie zufällig hier vorbeigekommen? Ja. Ich hätte Sie sonst morgen angerufen. Bin neugierig zu erfahren, ob Sie die Versuche Ihres Mannes wieder aufgenommen haben. Übrigens können Sie ab sofort mit einem meiner Assistenten in einem großzügigen Rahmen weiter experimentieren. Ich stelle Ihnen die Labors meiner Abteilung zur Verfügung. Aus Nächstenliebe? Nein. Ach, kennen Sie einen Stabsarzt Dr. Bergmann? Nein, warum? Ah, nichts. Kennen Sie einen Standartenführer Wendt? Ja, warum? Sagen Sie, er soll aufhören, mir Rosen zu schicken. Er schickt Ihnen Rosen? Ja, und er will mir auch helfen. Bitte rufen Sie mich morgen an. Wir haben nicht viel Zeit. Ihr Mann ist in einem Strafbataillon. Was suchst du denn da? Ja, was suchst du da? Ich suche ein Medikament. Ein Medikament? Jetzt? Für wen denn? Für Onkel. Ist krank. Was hat er denn? Hand kaputt. Wenn Holz fällen. Hat er Fieber? Ich sehe ihn mir lieber mal an. Du nicht kommen. Ich stelle eingehen. Ich gebe Onkel Spritze, dann wird er gesund. Was willst du ihm denn spritzen? Tetanus. Tetanus? Wo ist denn dein Onkel? Ich sehe ihn mir lieber mal an. Du nicht mitgehen. Onkel böse. Lass ihn ruhig böse sein. Hauptsache, er wird wieder gesund.
Bleib in Ihren Appetit hier. Ти поправишся, папаш. Не бойся. Это доктор. Он хотел его посмотреть. Я ему сказала, прирубка Лайза. Zieh die Tetanusspritze auf, es ist höchste Zeit. Warum hast du nicht gesagt, dass es sich um eine Schussverletzung handelt? Piotr, Dimitri, приготовь das. Немецкий доктор знает, что мы партизаны. Немец. Он тебе помог, папаша. Он нас не выдаст. Du, Doktor. Du uns nicht verraten. Ich komme morgen früh wieder. Verband erneuern. Ich weiß, dass ihr Partisanen seid. Sagt deinen Freunden, dass sie das Dorf verlassen müssen. Der Verwundete kann hier bleiben. Und jetzt lassen Sie mich gehen. Наверняка не видест. Он хороший человек. Он нас не видест. Du helfen uns. Gut. Aber Krieg, nichts gut. Du verraten uns 5 tot. Darum besser du tot. Вступайте с ним в сарай. Если вы его прикончите, я убью себя! Для этого я постей, а? Нет. Сергей. Он меня вылечит. Давай. Помог Тартухина. Давай. Хорошо. Я тебе немца дарю. Но если у нас выдаст, тебе конец. Ja, aber das ist doch eine Aufgabe für gut ausgerüstete Pioniere. Ja, aber ich kann sie doch nicht mit dem Kochlöffel Minen suchen lassen. Herr Hauptmann, ich mache keine Schwierigkeiten, aber... Herr Hollerand. Wie meine Oberland. Minen suchen. Ich. Ja. Jawohl, Hollerand. Nun bewegt euch mal ein bisschen. Hier werden keine Ostereier gesucht. Bisschen Bewegung hier. Ich habe immer so Kopfschmerzen. Ich glaube, ich habe auch Fieber. Ob ich mich heute Abend krank melde? Ich weiß nicht, ich habe so einen Durchfall. Ich glaube, ich muss mal zu Deutschmann. Einsperren müsste man diese Selbstverstümmler, wenn sie nicht schon krepiert wären. Jagen sich einfach in die Luft, bloß weil sie die Schnauze voll haben. Sanitäter! Sanitäter! Die mir das glauben? 40. 38,8. Passe. Kontra. Hosen runter, du mit deinem Chase 0 Uwe.
noch ein freches Aas. Sind das auch die richtigen Tabletten? So, ja, ja. Die 8, die 10, Dame, König, wo ist dein Aas? Hier. Aus, du Kacker, mir meinen Krank versauen. Achtung, der Abzug kommt. Achtung! Sanitätsober Gefreiter Kronberg. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ihr Bullen glaubt wohl, ihr seid im Sanatorium. In 10 Sekunden steht der ganze Sauhaufen draußen. Raus, ihr müden Säcke! Meine Uniform ist noch in der Entlausung, Herr Oberleutnant. Sind Sie was Besseres? Vertragen Sie keine Läuse? Ich soll 3 Tage liegen, darum dachte ich... Setzen Sie sich eine Gasmaske auf und jetzt raus! Wollen Sie nicht mit? Ich bin Sanitäter, Herr Oberleutnant. Raus mit Ihnen! So ein kleiner Morgenspaziergang tut Ihnen gut. Gestatten, Herr Oberleutnant, dass ich hier bleibe und mich um die Kameraden kümmere, denen dieser Morgenspaziergang nicht bekommen wird. Achtung! Fliegerdeckung! Achtung! In Linie angedeckt! Marsch, marsch! Was ist denn Sie, Pfeife, Sie? Rechts! Im Gleichschritt! Marsch! Links, 2, 3, 4! Links, 2, 3, 4! Links! 2, 3, 4! Rechtsschwenk! Marsch! Gerade! Aus! Rechtsschwenk! Marsch! Ihr müden Säcke, ich muss mal den Hintern aufreißen! Links! 2, 3, 4! Rechtsschwenk! Marsch! Gerade! Aus! Nur noch eine Handgranate in den Arsch. Ein Lied! Ein Lied, hab ich gesagt! Bis zu uns kommt keine Gnade. Hinlegen! Und das nehmen wir in Kauf. Lied! Eines nur ist ja mal schade. Meistens gehen die Falschen drauf. Ich hab doch 3 Tage Bettruhe. Schon gut. Gibst du mir eine Tablette? Sanitäter, holen Sie den Haufen zurück! Aber wie lange weiß keiner hier? 3, 4! Wir sind die Hoffnungslosen, doch wir tragen's mit Gemüt. Zwar daheim blühen jetzt die Rosen, hier was ihm blüht, aber noch heute, heute noch singen wir, aber wie lange weiß keiner hier. Abteilung! Halt! Weggetreten! Tag, Obermeier. Höchste Zeit, dass hier ein bisschen Schliff reinkommt. Das sind Krankenverwundete. Ach Quatsch, das sind Simulanten. Das entscheidet der Stabsass und nicht Sie. Er kümmert sich leider um seinen Sauladen zu wenig. Ich werde dem Kommandeur Meldung machen. Es ist eine Schande, dass Sie Offizier sind. Obermeier, sind Sie verrückt? Wahrscheinlich ja, sonst würde ich Sie aus Bastowka hinausprügeln lassen. Hier fehlen 50 Meter Gramm. Ihr wollt mich wohl bescheißen, was? 50 Meter? Dann stimmt der Plan nicht. Mein Plan stimmt, Mensch! Hier ist jeder Meter Gramm drin! Wir können nicht mehr als Tag und Nacht schanzen. Ach nee. Ich werde euch erzählen, was ihr könnt. Was ist denn hier los? Ich habe festgestellt, Herr Oberleutnant, dass 50 Meter Graben zu wenig geschanzt worden sind. Das haben Sie festgestellt? Jawohl, Herr Oberleutnant. Wann waren Sie eigentlich zum letzten Mal vorn, Kröll? Gestern, mit dem Essen. Sie werden heute Abend nicht mit dem Essenwagen zurückfahren, sondern vorn bleiben und nachprüfen, ob Ihre Zeichnungen stimmen, ja?
Milchreis mit Hängepulver, so eine Scheiße. Schweige! Ja? Deutschmann soll Kolas von ablösen. Jawohl, Hauptfeld. Sag Deutschmann, muss mit nach vorn, Sanitäter Kolas ablesen. Hier, halten Sie mal. Ja! 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 Halb angezogen kommt der Herr Doktor. Lauft er da drin nackt rum? Los, Sturmwind, Blumenprinz, mach die Hacken spitz! Hier! Hier! Hier, hier. Du kommen. Heute Abend. Muss sprechen dir. Ihr macht also aus dem Krankenhaus wie ein Puff, was? Hier. Dr. Ernst Deutschmann. Deutschmann. Ja, natürlich weiß ich, dass Sie Rosen schicken, Standartenführer. Aber warum sollen wir nicht beide Rosen schicken? Ach so. Ich wusste nicht, dass es Sie stört. Sagen Sie, Standartenführer, wie lange lassen Sie Frau Deutschmann schon überwachen? Ich auch? Gut, ich überlasse Sie Ihnen. Zufrieden, Standartenführer? Übrigens würden Sie mich sehr verpflichten, wenn Sie der Ärztekammer einen kleinen Wink gäben. Sie sollen sich nicht um mein Gutachten kümmern. Danke Ihnen. Herr Littler, Standartenführer. Ja, Martinsen, draußen wartet die Kollegin Deutschmann. Es bleibt alles so wie besprochen, nur nichts übereilen, also lassen Sie sich Zeit. Frau Deutschmann, bitte. Darf ich Sie mit dem Kollegen Martinsen bekannt machen? Guten Tag. Guten Tag. Ich hoffe, Sie werden sich gut vertragen. Ach, Martinsen, lassen Sie uns einen Augenblick allein. Bitte. Ich habe gerade meinem Assistenten gesagt, dass wir uns beeilen müssen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Dann kann ich also noch heute mit der Arbeit beginnen? Na, sagen wir morgen. Ich werde mir erlauben, heute Abend bei Ihnen vorbeizukommen, um die Einzelheiten mit Ihnen zu besprechen. Welche Einzelheiten? Was Sie tun müssen, um Ihren Mann frei zu bekommen. Also, bis heute Abend. Habt ihr heute keine Lust, Brüder? Was ist los, ihr faulen Säcke? Das ist ja keine Kurpromenade. Los! Raus hier! Tempo! Los, Tempo! Komm ich damit nur Hus? Nee, das nicht, aber eine Woche Ruhe hast du. Los, hau ab zum Bataillon. Hey, was machst denn du hier? Ach, Grill hab ich nach vorne geschickt. Man kann seine Uhr danach stellen. Immer Punkt 5 für die Ablösung. Rein, komm mit in den Bunker. LKW fährt nämlich erst in 10 Minuten. Du sag mal, was muss ein Oberst eigentlich tun, um in einem solchen Haufen zu landen? Was musstest du tun? Du hast einen Befehl verweigert, nicht? Ja. Auf Befehlsverweigerung steht tot. Auch dann, wenn man dadurch ein paar tausend Soldaten das Leben gerettet hat? Ja. Bei mir haben sie es deshalb wahrscheinlich ungehorsam vom Feind genannt. Würdest du es wieder tun? Ja. Ebenso wie du deinen Selbstversuch. Bewegt euch bloß ein bisschen, ihr Einis. Tempo! Los, 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 los!
Versammlung der Intelligenz. Was? Ihr Feinpinkler-Bullschiss, was ihr einen Splitter in den Arsch kriegt. Die Kameraden können auf euch warten bis zur Vergasung, was? Was denn? Stumm geworden? Angstschiss bis zum Hals. Ist ja schon gut, Hauptfeld Wedel. Das kann doch jedem mal passieren. Los, los, Tempo! Ihr lernt's noch! Ihr lernt's noch! Ihr faulen Säcke! Ich werd euch... Achtung! 40 Mann Ersatz für die zweite Kompanie eingetroffen. Danke. Weitermachen. Wollt ihr hier einschlafen, ihr Heinis? In Linie angetreten, Marsch, Marsch! Ja. 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 Stoi. Was machen denn Sie hier beim Tross? Sie sollten auch heute Nacht vorn bleiben. Herr Oberleutnant, Hauptfeldwebel Krüll war durch einen Granateinschlag in einem Bunker verschüttet. Er hat dabei eine Prellung an der linken Schulter abbekommen. Entschuldigung. Deutschmann. Ihr Freund der Standartenführer. Wollen wir jetzt über die Einzelheiten sprechen? Ich glaube, Sie haben mich missverstanden. Nein. Ich will meinen Mann zurückhaben. Sie sehen mich falsch, Frau Julia. Ich sehe Sie richtig, Herr Kuckel. Sagen Sie mir, ob ich meinen Mann zurückbekomme, wenn ich die Einzelheiten erfülle. Sie tun mir Unrecht. Ich habe nie an einen Tauschhandel gedacht. Korrigieren Sie Ihr Gutachten? Wenn ich es tue, setze ich meinen Ruf als Arzt und Gutachter aufs Spiel. Werden Sie es tun? Weil ich Sie liebe. Ich liebe meinen Mann. Sie wissen nicht, wie mir zumute ist. Ich könnte Sie zwingen, mich zu lieben. Aber das wäre mir zu wenig. Lieber Herr Kuckel, Sie haben Verstärkung erhalten. Oder wollten Sie lieber mit mir alleine feiern? Übrigens, von ihm kann ich meinen Mann auch zurückbekommen. Also, wer will mich? Sie, Herr Kollege? Oder Sie, Standartenführer? Wollen Sie noch ein paar Freunde einladen? Den Preis kennen Sie ja. Geben Sie mir meinen Mann zurück! Was wolltest du mir erzählen? Komm, setz dich hierher. Na, halt mal. Du und ich,
gehen weg von hier. Deutsche Soldaten, alle müssen sterben. Titichan Tankovia di Idiot Yataku. Kanone auf Räder mit Kette. 1000 kommen hierher. Gardushin sagt, du sein Leben retten, du fliehen mit mir. Mein lieber Mann, wenn ich diesen Brief geschrieben habe, werde ich deinen Selbstversuch wiederholen. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Jede Zeile, die ich jetzt schreibe, jedes Wort ist noch ein kleiner Aufschub. Die Briefe, die ich dir täglich schreibe, erreichen dich nicht. Wohin sollte ich sie auch schicken? Darum wirst du das alles wahrscheinlich nie erfahren. Wenn der Versuch gelingen sollte, wirst du bald wieder bei mir sein. Oh, Liebste, man kann an einem Tag, in einer Stunde so sehr warten. So sehr, dass man meint, die Ewigkeit sei an einem vorübergegangen. Wenn der Versuch misslingt, werde ich sterben. Ich bin ganz allein. Es wird niemand da sein, der mir hilft, wenn dein Mittel versagt. Das ist gut so, denn ich will nicht mehr ohne dich sein. Ich glaube, wir werden uns wiedersehen. Wir gehen jetzt nur durch eine tiefe, lange Nacht. In Gedanken küsse ich dich. Warum hat der liebe Gott mich erst so glücklich gemacht, um mich dann so unglücklich werden zu lassen? Aus Laub, draußen, weit im Wald. Du, mein Mann. Tartuschin bringt Essen jeden Tag. Wenn Krieg weg von hier, alle deutsche Soldaten tot. Nur du, du, mein Mann. Я люблю тебя. Du gut und tapfer. Ich dich lieben. Wenn Krieg zu Ende, wir gehen zurück nach Smolensky. Meine Eltern dort. Früher. Leben deine Eltern noch? Krieg. Beide tot. Wir glücklich, Mischa. Du nicht geh weg. Я люблю тебя. Weißt du, Tanja,
Feldwebel Hagedorn, Unteroffizier Kentrop, Unteroffizier Kentrop, Unteroffizier Wolf. Ach, da ist dir nochmal Hefe. Zeig mal her. Von seiner Frau? Hat sie denn noch keine Benachrichtigung? Tja, ich weiß nicht. Das ist alles. Schwannecke! Melden Sie sich, Bondoffizier Wolf. Sie übernehmen das rechte MG. Mach dich mal gleich unbeliebt, Jungchen. Fahren Sie ab, Mensch! Sie können den Brief gleich mit nach hinten nehmen. Jawohl, Herr Oberleutnant. Setzen Sie sich, verdrehen Sie nicht den Hals. Danke, Herr Oberleutnant. Steht aber nicht dabei, wie viele Bomben die abgeworfen haben. In welcher Ecke wohnen Sie? Krumme Lanke. Führer Brennnessel 1? Ah, Herr Hauptmann. Oberleutnant Bevern? Nein. Er hat eine Meldung gemacht. Verzeihung, Herr Hauptmann, aber ich werde mich nicht bei Oberleutnant Bevern entschuldigen. Jawohl. Selbst dann nicht, wenn Sie die Meldung weitergeben müssen. Das ist nett von Ihnen, Herr Hauptmann. Danke. Ende. Krumme Lanke wohnen Sie? Ja. Wenn man bloß wüsste, was daraus los ist. Haben Sie Telefon? 84, 94, 95. Noch nicht vergessen. So. Vielleicht ruft meine Mutter mal bei ihrer Frau an. Inge? Ja, die Störungsstelle sagt, dass der Anschluss nicht gestört ist. Entweder führt Frau Deutschmann ein Dauergespräch oder der Hörer liegt nicht richtig auf. Also ich schaue selbst mal nach. Und die Visite, Herr Schifferz? Übernimmt Martinsen. Schütze Wiedeke auf MG-Posten. Keine besonderen Vorkommnisse. Warum haben Sie ihm geschossen? Da drüben sind Baumschützen. Ist das die einzige Flankensicherung? Links drüben am Waldrand liegt Schwannecke. Schwannecke? Ach nee. Jetzt ziehen Sie aber den Kopf ein wenig ein, Oberleutnant. Da drüben in die Bäume hocken sibirische Scharfschützen. Und den Gurtschieber möchte ich auch wieder reinsetzen. Vielleicht wird er noch gebraucht. Gut geschlafen, Schwannecke? Ich habe nicht geschlafen, Oberleutnant. Ich wollte Ihnen bloß die kleine Freude lassen. Sie haben so fest gepennt, dass ich das ganze MG hätte mitnehmen können. Ich hätte mir schon gemeldet, Oberleutnant. Kann ich jetzt das Ding wieder haben? Das wird vor Ihnen liegen, wenn das Kriegsgericht Sie zum Tode verurteilt. Ach nein, wirklich? Sie sind verhaftet, kommen Sie mit! Wenn ich nur aber nicht mitkomme? Machen Sie keine Dummheiten, Schwannecke! Holla, Pomadenwichser! Sanitäter! 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 Also mal der Reihe nach. Was haben Sie gemacht, als Oberleutnant Bevern in die Stellung kam? Meldung.
Schütze Schwanicke auf MJ-Wache. Und was hat Oberleutnant Bevern gesagt? Hände an die Hosennaht, du Drecksau. Was noch? Ich soll nicht so gebickt stehen. Und ich habe gesagt, wenn ich aufrecht stehe, kriege ich eine verpasst. Wieso? War Oberleutnant Bevern kleiner als Sie? Vielleicht. Eine kleine Idee. Er ist also aufrecht gestanden mit dem Kopf über der Deckung. Jawohl, Herr Oberleutnant. Und haben Sie ihm nicht gesagt, dass die Stellung von Scharfschützen eingesehen ist? Ich habe ihm gesagt, er soll den Kopf nicht so rausstrecken. Aber der Adieu war ja nun mal so ein Draufgänger. Sie mochten ihn nicht, Schwanecke, was? Er war gerade nicht mein Typ. Und wie erklären Sie sich, dass der Schuss in die Stirn ging? Er hat doch mit Ihnen gesprochen. Also, ich stand doch am MJ und der Oberleutnant am Graben. Da hat er doch genau nach vorn gelinst. Übrigens, das ist Oberleutnant Beverns Braut. Schöne Stiefel hat er an. Ne? Ganz weich. Kannst du nicht machen. Die werden nach Hause geschickt. Die kriegt seine Olle. Fort ab! Die Zeltbahn gehört mir. Urlaubbulle. Schwanecke. Na? Wieso na? Hat der Oberleutnant sich schon vernommen? Na, was heißt hier vernommen? Er hat mich gefragt, wie es hier schön ist. Und was haben Sie ihm erzählt? Na, wie es war. Sie sind ein gerissener Hund, Schwanecke. Aber diesmal werden Sie baumeln. Jetzt ist es schon hell, Hauptfeld. Es wird aber auch wieder dunkel. Hab nicht so eine große Fresse. Wo ist denn Oberleutnant Beverns Pistole? Hat er denn eine gehabt? Er hat eine gehabt, Schwanecke. Und ich hab sie gefunden. Martinsen! Professor Fochner soll alles vorbereiten. Eventuell muss operiert werden. Geben Sie gleich Kreislaufmittel. Bluttransfusion vorbereiten. Dann darf ich schon mal. Ja, natürlich, er wartet schon auf Sie. Mein Gott, was ist bloß los hier? Standartenführer, Sie müssen mir helfen. Ich brauche dringend eine Verbindung zur Front. Zur Front? Ja, zum Strafbataillon 999. Deutschmann? Brauche die Zusammensetzung seines Serums. Wieso? Die kennen Sie doch. Sie haben doch ein Gutachten darüber abgegeben. Ich habe ein Gutachten darüber abgegeben, ob sich ein Arzt am Tage seiner Einberufung durch einen missglückten Selbstversuch dem Kriegsdienst entziehen darf. Wozu brauchen Sie das Serum? Seine Frau hat den Selbstversuch wiederholt. Na und? Ich brauche das Serum. Sonst stirbt sie. Jawohl, Herr General. Oberleutnant Obermeier. Mein Adjutant Oberleutnant Bevern hat ihm diese Schweinerei angebrockt. Bevern ist übrigens gerade für seinen Führer gefallen. Nein, nicht besonders nahe, Herr General. Außerdem wird die Meldung sowieso gegenstandslos, wenn ich die Kompanie Obermeier einsetzen muss. Jawohl, Herr General. Ende. Obermeier, Ihre Kompanie wird einen Auftrag ausführen, der als Bewährung gewertet wird. Hier verläuft die HKL. Die Armee vermutet, dass hier in unserem Abschnitt der Hauptstoß der russischen Offensive einsetzen wird. Luftaufklärung ist bei dieser Wetterlage unmöglich. Die Armee will wissen, erstens, was passiert zwischen HKL und Rollbahn, zweitens, welche Bewegungen sind auf der Rollbahn selbst festzustellen. Sie müssen mit Ihrer Kompanie durch die stark besetzten russischen Linien, durch minenverseuchtes Gelände und durch undurchdringliche Sumpffelder. Von hier bis zur Rollbahn sind es 6 Kilometer. Ein Mann braucht bloß zurückzukommen. Hoffentlich sind Sie es. Vielen Dank. Aber Sie wissen doch genau, dass meine Kompanie für einen solchen Auftrag ungeeignet ist.
Sie hat weder Kampferfahrung noch Begeisterung. Obermeier, ich will ganz ehrlich sein. An diesem Auftrag sind bisher 2 Kompanien verblutet. Ihre wird die 3. sein. Ich hab's nicht gewollt. Ich habe im Gespräch mit dem General entnommen, dass meiner Kompanie eine halbe Stunde später ein Zug Sturmpioniere folgt. Man jagt uns also wie eine Kuhherde über ein Minenfeld und schickt eine Elitetruppe durch die Gasse, in der wir vorher krepiert sind. Das ist doch Mord! Das ist doch reiner Mord! Melden Sie mir Ihre Kompanie um 19.30 Uhr einsatzbereit, Obermeier. Ja, Führer Brennnessel 1. Was? Deutschmann? Aus Berlin? Verstehen Sie das? Deutschmann wird aus Berlin verlangt. Hier ist Eichenblatt. Kleeblatt bitte melden. Aber Sie hatten doch Eisblume schon. Ja, ja, schon gut. Wie lange kann denn sowas noch dauern? Warum haben Sie Dr. Deutschmann in ein Strafbataillon geschickt, wenn Sie glauben, dass sein Serum besser ist als das Beringsche? Das weiß ich ja gar nicht. Ich werde jedenfalls alles versuchen. Sorgen Sie dafür, dass dieser Mann sofort nach Berlin zurückgebracht wird. Er soll an seinem Serum weiterarbeiten. Hallo? Entschuldigen Sie bitte, Herr Oberleutnant. Hallo? Die Division habe ich jetzt. Kleeblatt, bitte melden. Ja, geben Sie mir doch endlich Eisblume. Ja, Eisblume. Ausnahmegespräch. Ausnahme. Sagen Sie, dass es um Leben oder Tod geht. Das wird auf die da draußen großen Eindruck machen. Setzen Sie sich doch hin, Deutschmann. Danke. Die kommen und kommen nicht, Herr Oberleutnant. Hallo? Eisblume, Kleeblatt. Ich will Dr. Deutschmann! Deutschmann! Vom Strafbataillon 999. Eisblume, bitte melden. Hier ist Kleeblatt. Ja, Eisblume, geben Sie mir Brennnessel 1. Ja, Ausnahme. Hallo, Eichenblatt. Bitte Anemone für Winteraster. Eichenblatt. Verfluchte Sauerei, jetzt sind die wieder weg. Hier, Kleeblatt, bitte den Schützen Deutschmann. Ja, Sie werden aus Berlin verlangt. Aber jetzt ist Berlin wieder weg. Was ist denn los? Wer will mich denn sprechen in Berlin? Ein Dr. Kuckel. Ich habe nicht richtig verstanden, aber es ist was mit Ihrer Frau nicht in Ordnung. Was ist mit meiner Frau? Ich kann sie nicht verstehen. Ist sie krank? Ist was passiert? Bombenangriff oder... Nein, dass Ihre Frau dringend irgendein Serum braucht. Tod. Legen Sie auf, ich führe Eichenblatt. Bitte sofort helfen. Sie ist tot. Mein Gott, sie ist tot. Warum soll Schwanige zur Division überstellt werden? Der Kommandeur hat gefragt, ob Verdachtsmomente gegen ihn vorliegen, Herr Oberleutnant. Und da habe ich gesagt, dass ich in seinem MG stand, die Pistole vom Adjutanten gefunden habe. Und der Kommandeur gesagt, ab zur Division mit ihm. Mörder haben bei uns nichts zu suchen. So, Sie haben also Oberleutnant Bevens Pistole gefunden. Jawohl, Oberleutnant. Schwanige bleibt hier, denn wir haben heute Nacht etwas Besonderes vor. Wir brauchen jeden Mann. Auch Sie, Krüll. Sie übernehmen den Kompanietrupp. Kentrop! Unteroffizier Kentrop! Herr Oberleutnant! Sie übernehmen für Hauptbefehl Krüll die Schreibstube ab sofort. Jawohl, Herr Oberleutnant. Ja, ja, ja. Ja, so ist das, Krüll. Sie kriegen heute Nacht die Chance, sich zu bewähren. Sie und Schwanneck und die ganze zweite Kompanie. Und es ist noch gar nicht gesagt, dass auch nur einer von uns zurückkommt. Die Schanzarbeiten werden ab sofort eingestellt. Die Kompanie geht nach Bastowka zurück, wird dort bewaffnet. Sie übernehmen die Ausgabe der Waffen und die Einteilung, klar? Kentrop! Kentrop! Herr Oberleutnant! Ich bitte Herrn Hauptfeldwebel, einen Sonderurlaub einreichen zu dürfen. Was? Einen Sonderurlaub, Herr Hauptfeldwebel. Meine Frau ist tot. Sonderurlaub. Alles mal rumtreten. Heute Nacht erhaltet ihr die Chance, wieder Soldaten ohne den Makel der Nummer 999 zu werden. Das bedeutet Urlaub,
Post! Beförderung! Mancher von uns wird vor dem Einsatz nicht zurückkehren. Aber wir haben alle die gleiche Chance, ihr und ich. Sollten einige von euch die Absicht haben, überzulaufen, so merkt euch eins. Wir stoßen mitten hinein in die Vorbereitungen der russischen Großoffensive. Die da drüben machen keine Gefangenen. Als Angehörige eines Strafbataillons seid ihr für die Russen Verbrecher. Sie warten also nicht auf euch. Jeder, der trotzdem einen Fluchtversuch wagt, wird erschossen. Wir wollen unseren Auftrag erfüllen und wieder Soldaten werden. So, das wär's. Zurücktreten! Gerät und Waffen aufnehmen. Rechts ummachen. Ohne Tritt, links schwenken. Marsch! Marscherleichterung! Flammenwerfer nehmen Sie, Trottel. Wenn du nur einen Schuss in den Bauch kriegst. Ich krepier lieber satt. So, Jungs, ist soweit. Mach's gut. Tschüss, Hack. Alles Gute, Oberleutnant. Und, naja, mach's gut. Eigentlich eine dolle Sache, dass man ihretwegen im Nachbarabschnitt extra Rabatz macht. Haben Sie keine Angst, dass die Hälfte Ihrer Leute stiften geht? Wie meinen Sie das? Na, sind doch schließlich alles Verbrecher und Kommunisten oder sowas, ne? Na, Sie müssen es ja wissen. Wiederschauen. Ich komm mit. So, es geht los, Jungs. Wissen Sie, wer das ist, der Verbrecher? Da drüben, der vierte? Oberst von Bartels, Divisionskommandeur Eichenlauf. Achtung, fertig machen! Glauben Sie, dass der überläuft? 15. 10. 5. Halt und Beinbruch!
Слушай, передай дальше. Большая колонна идет справа. Marlene. Es hat keinen Zweck, länger auf Hago Tagedorn zu warten. Warte, jetzt holen Sie den Kompanietrupp ran. Wir gehen noch bis zum Fluss vor und kehren dann um. Kommt, Jungs. Geht weiter. Los, alles zurück zum Wald! Thank you.
zum Fluss! In unserer Stellung. Los rein. Weiter, Jungs. Leute zurück, Herr Oberst. Los, tragt ihn. Nein, lasst mich hier liegen. Schlagt euch durch. Lauft, Jungs, lauft. Russische Offensive.
warten, bis es dunkel wird. Noch 6 Kilometer. Wir halten uns immer am Waldrand. Kapiert? Los jetzt. Raus, du voller Sack. Ein weißes Bett kriegst du zu fressen und kannst du pennen. Grüß mal Königspark. Vielleicht kommst du da durch, ich komm später nach. Hey Jungs, holt den euch hier ab, ich hab noch was vergessen.
sieben Mann. Auch Offiziere? Nein. Gefallen oder vermisst, Herr General. Um Ersatz brauchen Sie sich ja keine Sorgen zu machen. Nein, Herr General. In einer Woche habe ich ein neues Bataillon. Wir haben ja genug davon. Eben meldet sich ein Versprengter von 999, Herr General. Lass uns dann reinkommen. Hoffe, Grüll, 2.999, vom Einsatz zurück. Also 8 Mann. Was stimmt? Jawohl, General. Sie hatten doch für Ihre Offiziere 3 EK1 einreichen lassen. Soll er eins haben? Von mir aus alle 3, Herr General. Danke. Ruhen Sie sich erstmal aus. Tja, Sie hatten da einen schützenden Deutschmann in Ihrem Bataillon, nicht wahr? Jawohl, ein Arzt. Selbstverständigung. Gefallen? Sicher. Warum fragen Sie, Herr General? Oh, nichts. Der sollte nur sofort nach Berlin zu einer wissenschaftlichen Arbeit. Seine Frau ist übrigens durchgekommen. Ein Fernschreiben liegt vor. War die krank? Ich weiß es nicht, Herr General. Balmer. Was soll denn das? Der ist ja tot.